Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich als kleiner Junge an jedem Sonntagnachmittag vor dem elterlichen Fernseher saß, um die Tierdokumentationen aus Afrika anzusehen. Dabei hörte ich den Worten von Heinz Sielmann und Dr. Date gespannt und mit offenem Mund zu. Immer näher rückte ich zur Bildröhre, um ja kein Detail dieses Farben- und Mustermeeres zu verpassen. Savannen, Buschlandschaften mit riesigen Gnuherden, Impalas, prunkenden Springböcken, trompetende Elefanten, flankiert von Geparden, Löwen, Leoparden, die entweder dösend im Schatten vom Kameldornbäumen lagen oder auf ihre Chance nach Beute durch die Savanne streiften. Und ich habe Vögel mit prachtvollen Gefiedern bestaunt und kleine Mistkäfer, die die Dunghaufen der großen Boviden durch die Wüste rollten. Kleine und große Tiere, die den ewigen Kampf um das eigene Überleben und fortdauernde Art in der Zeit des Regens und der Trockenheit führen. Jahrzehnte später, nun erwachsen, selbst Vater und Jäger, ist es soweit. Die Reise geht nach Afrika und zwar nach Namibia,